Ja, aber moinsen, meine Meisters und Meisterinnen, und was geht, Kryptogang? Wir machen heute mal wieder ein News- und Update-Video, weil es ist ja auf jeden Fall ein bisschen was los. Wir haben hier nämlich eine Theorie zu entdecken, die uns eventuell nahelegt, liebe Freunde, dass Bitcoin jetzt bald, also echt kurzfristig, auf und jetzt aufgepasst, $63.500 explodieren soll. Relativ schlagartig sogar. Wir gucken uns mal an, wie man darauf kommt, denn wir haben natürlich Indikatoren, die uns das sagen. Wir denken uns den Shit hier nicht aus. Und ob ich das tatsächlich für realistisch erachte oder nicht. Andere News haben wir natürlich auch noch, liebe Freunde, wie zum Beispiel, dass Bitcoin und Ethereum aktuell so teuer sind wie nie. Auch da, wie ich darauf komme. Und endlich der offizielle Start und die Ankündigung zum heutigen Tag für unseren neuen DeFi-Kanal, liebe Freunde. Alles nach dem Intro. Ja, Mann, ey. Hello, Crypto Gang. Greeted from Savox. Ja, liebe Freunde. Newstime muss auch mal sein. Ihr kennt das, haben wir länger nicht gemacht. Und da sage ich euch jetzt mal direkt zum Anfang des Tages. Bitcoin und Ethereum sind aktuell so teuer wie nie. Bisschen plakativ, liebe Freunde. Ich weiß, dabei reden wir natürlich von den Transaktionsgebühren, denn die befinden sich gerade tatsächlich auf einem massiven Hoch und das bei beiden von den Kandidaten, okay? Dafür gibt es tatsächlich auch einen ausmachbaren Grund. Der davon gerade aktuell wohl am meisten in aller Munde ist, ist der Brudi hier namens Pepe. Und ey, liebe Freunde, verzeiht mir, ich werde jetzt hier kein Erklärbär-Video machen über Pepe oder über Floki oder leck mich an der Goschwächen im Meme-Coin. Ich benenne nur die Gründe, warum Bitcoin und ETH gerade wieder völlig in die Höhe schießen mit den Gebühren. Bei Bitcoin eigentlich recht interessant und neuartig. Also seit März haben wir einen neuen, relativ experimentellen Tokenstandard auf Bitcoin, nämlich BRC20 Token. Also wir kennen das schon von Ethereum als ERC20 Token gedöns. Und das gibt es in der Form jetzt tatsächlich auch fürs Bitcoin-Netzwerk. Und weil es halt der neue heiße Scheiß ist, Freunde, wie soll es anders sein, will jeder einmal mitmachen, jeder will es haben, jeder will es ausprobieren. Ist halt gerade ein Trend, ne? Also muss man auf jeden Fall schon sagen. Und der Pepecoin hier, der Jute, und der Hype um das Teil setzt genau auf diesem Bitcoin-BRC20 Token-Hype auf. Und das geht weg wie warme Semmeln, sage ich euch, Freunde. Also mehr als 600% hat das Teil bis jetzt gemacht. Aber als Konsequenz schossen die Transaktionsgebühren auf Bitcoin so durch die Decke, dass wir aktuell einen Spitzenwert von $7.20 für eine durchschnittliche Transaktion erreicht haben. Überlegt ihr das mal. Ein Sprung von über 400% innerhalb von einem einzigen Monat, Freunde. Also haltet euch auf Bitcoin und auch ETH betrifft das mit Transaktionen zurück. Jetzt aktuell, Freunde, könnte wirklich gut ins Geld gehen, beziehungsweise es wird definitiv gut ins Geld gehen. Binance hat Bitcoin-Abhebung aufgrund von Netzwerküberlastung zeitweise sogar ausgesetzt. Es ist irre einfach aktuell. Und aktuell trendet gefühlt auch jeder verkackte Meme-Coin davon auf Twitter etc. Die verstopfen einfach alles. Was passiert hier? Das flammt halt wieder voll auf, diese ganze Meme-Coin-Geschichte. Und bei ETH haben wir tatsächlich dasselbe Spiel, liebe Freunde. Da sind wir auf einem Höchststand seit genau letztem Jahr. Mai 2022. Ethereum ist und bleibt damit aktuell natürlich weiterhin die teuerste Blockchain bzw. Netzwerk in Bezug auf die Kosten. Der Schmerz darüber, liebe Freunde, der könnte sich aber bald erledigt haben, wenn wir den Bollinger Bändern in Bezug auf Bitcoin Glauben schenken wollen. Denn die sagen uns je nach Interpretation voraus, dass wir bald einen relativ schnellen Anstieg auf $63.500 sehen werden bzw. können. Laut Indikatoren wohlgemerkt. Und das mit dem Thumbnail, Freunde, sorry, ich habe das verkackt mit 65, habe ich da hingeschrieben, aber die 2K entschuldigt ihr mir, denke ich. Also wie kommt man jetzt darauf? Steile These. Also passt auf, liebe Freunde, ich zeige euch, um was es sich hier handelt, warum funktioniert mein Hotkey nicht so, da sind wir. Der gute Kollege hat das in Umlauf gebracht und ich erkläre euch mal eben die Bollinger Bänder. Die sind ein wichtiger Indikator für die Entwicklung der Volatilität eines jeweiligen Investmentsprodukts, demnach jetzt hier Bitcoin. Und diese Bänder verlaufen ober- und unterhalb einer Mittellinie, die wiederum durch ein gleitendes Mittel, den sogenannten 20 Period Simple Moving Average, kurz SMA, damit wird der Indikator abgekürzt, gebildet wird. Und diese Distanz zur Mittellinie beträgt 2 Standardabweichungen nach oben und nach unten. Und die Bänder, die dehnen sich durch Volatilität und bestimmte Entwicklung aus, beziehungsweise ziehen sich halt zusammen. Und wenn sich ein Kurs bis an die Bänder bewegt, beziehungsweise diese halt verlässt, dann folgt in der Regel eine wichtige Richtungsbewegung für das entsprechende Asset. Und demnach hier reden wir ja von Bitcoin. Und weil das Bänder hier dönt, sich genau jetzt gerade im Monatsdiagramm wieder auf einen Ausbruch in Richtung besagter SMA-Linie zu bewegen, geht der liebe Brudi, um den es hier geht, jetzt hier davon aus, dass derselbe Effekt wirkt wie bei den Zyklen davor, Ausbruch des
Todes, weil da war es tatsächlich so, also in den vorherigen Zyklen. So, jetzt haben wir natürlich alle keine Glaskugel-Friends, aber wenn ihr meine Meinung haben wollt, Großbild activated. Skepsis. Digi, Skepsis. Warum? Naja, im Prinzip einfach. Also in den vorherigen Zyklen war die Makroökonomie und die ganze Konjunktur und wirtschaftliche, weltgeopolitische, was weiß ich, Lage, die war halt eine völlig andere. Also wirklich eine völlig andere. Wir reden von einer völlig anderen Welt aktuell. Da hatten wir keinen Russland-Ukraine-Krieg, nicht die jetzige Inflation, Konjunkturschwächung, drohende Rezession etc. pp. Wo kommt zur aktuellen Zeit das Geld her für einen so erwarteten, signifikanten Anstieg? Das frage ich mich halt. Also halte ich das für realistisch? Nein. Bin ich euch ehrlich? Nein. Also wenn ihr das anders seht, Freunde, teilt es mir natürlich gerne in den Kommentaren mit. Vielleicht fehlt mir auch einfach nur die Fantasie oder so. Aber ey, ich habe Schweine tatsächlich noch nie fliegen sehen. Ne? Also Fantasie hin, Fantasie her. Bitcoin jetzt gerade auf 65.000? Nee, ich sehe das Szenario einfach nicht, jetzt zur Zeit. Also wie gesagt, wo kommt das Geld her? Echt, ich sehe das nicht und ich halte das für durchaus unwahrscheinlich, as fuck, ne? Aber ich wollte euch das auf jeden Fall wissen lassen, dass dieses Bild und diese Meinung von den Indikatoren her gerade existiert und dass Analysten das für absolut möglich einschätzen. Und eine mathematische Möglichkeit, so müssen wir fairnesshalber dazu sagen, die besteht natürlich immer. Vielleicht könnt ihr aus der Info aber auch ein bisschen mehr machen, als ich es kann. Lasst es mich, wie gesagt, in den Kommentaren wissen, Freunde. Nur als Quintessenz solltet ihr euch einen Knick im Ohr machen. Also falls es durch die Bollinger Bänder, und das kann tatsächlich durchaus passieren, zu einem kurzfristigen guten Pump kommt. Wie gesagt, meine Meinung ist, der geht nicht auf fast 65.000 zur aktuellen wirtschaftlichen Lage etc. Also politisch, geopolitisch, ihr wisst, was ich meine. Also einfach Makroökonomie, alles, was um uns herum passiert. Aber wenn er tatsächlich diese Bereiche trifft, die, wovon so ein paar Analysten und auch dieser Titan of Crypto jetzt ausgehen, dann könnte das und wird das vermutlich tatsächlich schon eine kurzzeitige Reaktion auf den Markt haben. Jetzt nicht auf 65.000, aber erschreckt euch nicht, wenn wirtschaftlich oder so keine News kommen und Bitcoin trotzdem einen relativ kurzzeitigen, aber ja schon bemerkbaren Pump macht, dann wird es vermutlich, und das könnt ihr dann anhand des SMA-Indikators überprüfen, wird es vermutlich an diesem Umstand liegen, dass der gegriffen hat, so wie man es erwartet hat. Und dann haben wir aber definitiv, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, einen kurzzeitigen Pump. Je nachdem, wie hart oder auch nicht hart er dann ausfällt. Aber da sollte man sich dann auf jeden Fall nicht signifikant drauf versteifen, dass man dann die FOMO kicken lässt. Vor allem betrifft das natürlich jetzt auch die Unerfahrenen, den Tradern von euch, muss ich das jetzt wirklich nicht erzählen. Aber ihr wisst, was ich meine, dass man dann nicht denkt, oh mein Gott, Bitcoin hat eine Bewegung von 4.000, 5.000 US-Dollar gemacht, jetzt aber schnell rein. Und dann geht er wieder runter, weil der zur aktuellen, nochmal, makroökonomischen Lage wird das kein nachhaltiger Pump sein, da geht es auch wieder abwärts und dann werden an bestimmten Targets, da kenne ich mich nicht gut mit aus, das wisst ihr ja, Freunde, ich ziehe keine Fibonaccis, aber an den FIPS-Leveln kann man dann genau sehen, welche Targets da als nächstes anvisiert werden und da wird irgendwo ein Target liegen, wo es auch wieder rejected wird und es abwärts geht. Ja, und dann viele, die von FOMO geleitet wurden, in Longs eingestiegen sind etc., die werden dann gut liquidiert und ja, man kann schon sagen, abgerippt, liebe Freunde. Das hätten wir dann auf jeden Fall auch schon mal geklärt. Habt ihr da auf jeden Fall einen Knick im Ohr? Freunde, eine wichtige Ankündigung für heute 17 Uhr. Unser neuer Kanal DeFi Gang geht heute endlich tatsächlich an den Start. Heute ist es soweit. Ich sage euch sehr kurzfristig Bescheid, aber ich habe es vor Wochen schon angekündigt, meine Freunde. Und heute, ja, 17 Uhr kommt das erste Video tatsächlich. Ich hoffe natürlich auf zahlreiche Unterstützung und Support von euch, von der Gang, Freunde. Link zum Kanal findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Abonnieren und heute, ich sage es nochmal, 17 Uhr so viele wie möglich einschalten und mit dabei sein. Kleiner Appell aber an euch. Ihr wisst ja, mein bester Freund Marjuk wird die Leitung des Kanals innehaben. Und Marjuk ist ja, die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber falls neue da sind, Marjuk, mein bester Freund, ist der Brudi, der mich damals zu Krypto gebracht hat. Seit 2013, 14 ist der junge Mann dabei. Ich kenne wirklich niemanden mit seinem, vor allem DeFi-Know-how. Ein Typ, der nicht wie die meisten hier versucht, politisch korrekt zu sein und das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, Hand vom Mund und ich muss hier alles richtig betonen und so. Der Typ sagt, was er denkt. Don't give a fuck attitude.
Aber, okay, er muss auch erstmal ein bisschen reinkommen, Freunde. Seid bitte lieb zu ihm, habt ein bisschen Geduld, unterstützt ihn da. Die ersten Videos auf YouTube, ich weiß nicht, wie viele YouTuber von euch zugucken oder wer sich da schon mal versucht hat, die ersten Videos auf YouTube sind wirklich schwer und er muss da auch erstmal reinfinden. Das ist eine neue Welt, ne? Deswegen, lasst ein bisschen Liebe, gute Laune und Support da. Wie gesagt, Link ist ganz oben in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann später auf dem anderen Kanal. Damit würde ich sagen, sehen wir uns auch zumindest hier wieder und das beim nächsten Video. Und ey, alles ist doch wirklich gut, alles wird sich fügen, gibt nichts zu meckern. Ich bin weg, wir sehen uns später. Reingauen.